Ein ganz herzliches Willkommen zu Frau Meier TV. Ausgabe, letztes Mal habe ich mich verzählt. Es müsste 17 sein. Ich freue mich, dass du dabei bist. Hier geht es ja darum, deinen Stil zu lieben. Nicht mehr und auch nicht weniger. Und heute habe ich mir was ganz Besonderes für dich ausgedacht. Die Rückmeldungen auf Frau Meier TV von letzter Woche, die waren so gut, dass ich dachte, ich wurde mehrfach für meinen Pragmatismus gelobt. Und es stimmt. Ich mag Dinge praktisch und einfach. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass so viele Dinge im Leben verkompliziert werden. Und deswegen bin ich der Meinung, das müssen wir bei Mode nicht auch noch machen. Wenngleich ich weiß, dass das nicht für jede Frau so einfach ist, weil auch die Industrie, das darf man ganz klar hier auch sagen, es uns nicht unbedingt einfacher macht. Und deswegen, weil ich eben auf meinen Pragmatismus angesprochen wurde, habe ich mir überlegt, ich möchte dir heute was ganz Besonderes zeigen. Ich habe für Stilsicher in 8 Wochen und Stilsicher Leben in den letzten Wochen ein paar Fotostrecken gemacht. Die mache ich dann immer mit meinem Handy vor einem Spiegel. Dann ziehe ich unterschiedliche Sachen an und zeige meinen Stilheldinnen die verschiedenen Effekte. So, und einen kleinen Teil möchte ich heute auch dir zeigen. Es ist doch so, dass wir ja ganz viele Sachen im Kleiderschrank haben, die wir immer nur in einer bestimmten Kombination tragen. Und irgendwie haben wir das Gefühl, wir haben da nichts anderes dafür, was wir dazu anziehen können. Und deswegen möchte ich dich heute einladen, mal ein Kleidungsstück herzunehmen und einfach mal anders zu kombinieren. Und dafür habe ich dir was mitgebracht, was ich dir zeigen möchte. Jetzt zeige ich dir meinen Bildschirm. Jetzt siehst du ein Kleid von mir. Ich mache es ein bisschen größer. Ein schlichtes, dunkelblaues Kleid in A-Linie. Ich trage das sehr gerne und trage es auch recht häufig. Warum? Weil es sich in ganz unterschiedliche Richtungen kombinieren lässt. So, also du siehst jetzt hier die Basis einfach mit ein paar nudfarbenen Pumps und ich möchte dir zeigen, wie dieses Kleid auch sonst noch so aussehen kann. Warum möchte ich dir das zeigen? Weil ich dich inspirieren möchte, mal ein Teil aus deinem Schrank zu nehmen und anders zu tragen. Also schau jetzt ganz gut zu. Jetzt siehst du nämlich Version 2 dieses Kleides. Mit einem schicken Jäckchen, roten Schuhen, wirkt ein bisschen damenhaft. Kann zu verschiedenen Anlässen absolut super sein. So, im nächsten dunkelblaue, blickdichte Strumpfhose. Nudfarbene Stiefel, passende Tasche dazu. Ganz anderer Eindruck. Und hier die gleichen Stiefel, keine Strümpfe bzw. eine hautfarbene Strumpfhose und ein beiges Jäckchen dazu. So eine Lightweight Daunen-Steppjacke in Schick. Hat nämlich auch so kleine Flügelchen an den Ärmeln. Das kannst du jetzt vielleicht gar nicht sehen. Auch nicht so schlimm. So, hier einmal wieder mit der blickdichten Strumpfhose und Pumps passend zu den Knöpfen der Jacke und zu den Henkeln der Tasche. Hier nochmal mit einer roten Tasche und roten Pumps. Das Jäckchen habe ich ausgezogen im Vergleich zum anderen Outfit mit dem weiß-roten Jäckchen. Hier kombiniert mit einer Jeansjacke. Die Jeansjacke passt zu den Pumps mit Blockabsatz. Super übrigens, wenn du sagst, ach, ich kann in Pumps nicht laufen, hol dir Pumps mit Blockabsatz. Da bin ich mir sicher, kannst du auch laufen. Also Pumps mit einem flachen Blockabsatz, der ist so 3, 4 Zentimeter. Super bequem und macht einfach auch viel her und ist ja jetzt bei dem Wetter, zumindest bei uns, immer noch
tragbar. Und die letzte Variante, einmal dunkelblau von Kopf bis Fuß mit einem paar passender Stiefel dazu. So, und jetzt hast du ein Kleid gesehen in unterschiedlichen Variationen, genauer gesagt in 8. Es sind noch viel mehr möglich, aber du hast das System verstanden. Ja, wir gehen noch mal ganz kurz durch, wie unterschiedlich ein Kleid wirken kann. So, und ich wünsche mir von dir, dass du das jetzt auch mal probierst. Und zwar mit einem Teil, was du zwar gerne trägst, wo du aber vielleicht immer nur in einer Kombination trägst. Probier es mal aus, ja? Trag die Bluse mal zu einer anderen Hose statt immer der gleichen, ja? Eine Stoffhose, eine Jeans, eine andersfarbige Jeans. Kombinier mit Schuhen, kombinier mit Jäckchen, trag eine Kette dazu. Auch schon eine Kette oder ein Tuch kann so viel verändern an einem Outfit. So, das ist meine Inspiration am heutigen Donnerstag bei Frau Meier TV. Von mir für dich. Viel Spaß dabei. Nächste Woche gibt es kein Frau Meier TV. Warum? Weil ich nächste Woche mit meinen Stilheldinnen in Frankfurt bin. Ich freue mich schon sehr. Lachen, reden, Spaß haben, einkaufen, kombinieren. Es wird sicherlich ein großartiger Tag und ein großartiger Vorabend. Wir treffen uns schon am Vorabend mit einigen und essen und trinken was. Und ich bin schon jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, sehr, sehr aufgeregt und freue mich auf die vielen wunderbaren Frauen, die ich dann endlich persönlich kennenlernen darf. Ich kann mir gar nicht richtig vorstellen, dass die 8 Wochen schon wieder vorbei sind. Ich stecke mitten in den Planungen für 2018. Und habe auch 2018 schon die einzelnen Kurstermine festgelegt. Es wird nur 2-mal stilsichern 8 Wochen geben, anders als in diesem Jahr. Und ich sitze hier über meinen Zettel Planungen, dass ich dann hoffentlich endlich bald hier in meinen Kalender von mein bestes Jahr alles übertragen kann. Ich bin so penibel und ich könnte nicht diesen coolen Kalender, den ich dann demnächst in meinem Businessbüro hier aufhänge, den könnte ich nicht zum Ausprobieren und wieder durchstreichen verwenden. Das heißt, ich plane hier auf ausgedrucktem Papier und übertrage später. Und warum Planen so wichtig ist, darum kümmern wir uns dann in 2 Wochen. Da habe ich 2 spannende Frauen zu Gast. Und wenn dich das Thema interessiert, dann schreib es dir schon mal auf. Donnerstagmittag mit der Susanne Pilokat und der Nicole Frenzen, wo wir von Mein Bestes Jahr über Ziele 2018 sprechen. So, das war's für heute. Hier geht es darum, dich und deinen Stil zu lieben, nicht mehr und nicht weniger. Und denk dran, wenn du jetzt denkst, ach, ich weiß gar nicht, welches Teil ich nehmen soll, zieh einfach irgendeins raus. Weil schlussendlich ist es ja doch so, dass Schönheit im Herzen beginnt und erst dann vom Kopf bis zu deinen Füßen geht. Also, mach's gut, bis bald, bye bye.